Bildungsministerin Aurelia Frick überreichte am Mittwoch den Forschungspreis des Fürstentums Liechtenstein für Nachwuchsforschende an der Universität Liechtenstein. Es ist ein Preis, der junge Nachwuchsforschende von unserer Universität, also von der Liechtensteinischen Universität, ausgezeichnet werden. Wichtiger ist der Preis, weil wir somit Forschung im Fürstentum Liechtenstein fördern. Es sind junge Leute, die hier verwurzelt sind, teilweise hier arbeiten und einen Forschungsbeitrag vom Liechtenstein aus machen. Und es gibt natürlich unserer Universität eine grosse Visibilität. Das Thema, an dem ich generell arbeite, ist das Management von Innovations- und Forschungsprojekten. Was ich in dem Rahmen von der Auszeichnung hier gemacht habe, war das Projektmanagement von öffentlich geförderten Projekten, sowas wie die großen EU-Projekte, bei der SAP zu verbessern und die situationsspezifischer zu machen, als da nur einen einzigen Projektmanagement-Ansatz drauf zu knallen. Einerseits habe ich untersucht, wie gut Experten die Märkte vorhersagen können. Da hat sich herausgestellt, dass Akademiker eher besser sind und Banker leider etwas schlechter. Dann habe ich ein neues, recht komplexes Modell untersucht, das mir gezeigt hat, dass einige Märkte in Europa auch noch recht ineffizient funktionieren und eine Überrendite durchaus möglich ist zu erwirtschaften. Und schlussendlich habe ich in einem dritten Paper ein Portfolio-Management-Modell entwickelt, wo wir Prognosen und Portfolio-Optimierung kombinieren. Ich glaube, mit durchaus spannenden Resultaten eine neue Strategie gefunden zu haben, wie man Gelder besser anlegen kann. In meinem Projekt geht es um Big Data und Big Data Analytics. Das ist die Analyse großer, unstrukturierter Datenmengen, die in sehr relativ kurzer Zeit gesammelt werden. Und es geht eben darum, wie können Unternehmen, aber auch die Wissenschaft daraus Wissen und Nutzen generieren. Einmal hoffe ich sicher, dass sich die jungen Forschenden weiterentwickeln, weil der Preis ist da für junge Forschende, die sich weiterentwickeln sollen. Es ist ein Preis an Nachwuchsforschende, also Sorte, wo wir die Hoffnung haben, dass sie sich weiterentwickeln und weiter im Forschungsbereich tätig sind. Und natürlich wünsche ich diesen drei jungen Forschenden, dass sie wohl privat, aber auch beruflich sehr, sehr viel Erfolg haben werden.